Travelcamp TV auf der ITB 2015 in Berlin. Ein Wort für groß, gewaltig und eigentlich auch unkaputtbar. Ganz klar, Titan, beziehungsweise dann Titanic. Allerdings, Aytac Algin, die Geschichte endet nicht immer glücklich. In Ihrem Fall haben Sie den Namen sogar für eine Hotelkette gewählt. Titanic. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Der Name Titanic, der kam im Jahr 2001 zustande. Wir hatten das Projekt Lara, war sehr aktuell, und da haben wir unsere erste Anlage in Antalya gebaut gehabt. Und der Name kam so zustande, dass wir einen Wettbewerb hatten zwischen drei Architekten. Und eines der Konzepte war ein Schiff. Ja, es sah aus wie ein Schiff. Und in dem Sinne wurde zunächst einmal der Bau, der hatte begonnen gehabt. Und im Nachgang wurde halt immer diskutiert, wie soll man es nennen. Ja. Und ich meine, die Titanic steht für Luxus, für Service, für eine Legende. Und im Endeffekt, auch wenn es als ein Drama geendet hat, ist es ein Name, den man nie vergisst. Auch wegen der Liebesgeschichte natürlich, die da in Verbindung gebracht wird. Natürlich, mit Leonardo DiCaprio. Kate Winslet, ganz genau. Es ist interessant, Stefan, unser Kameramann, hat in Lara in der Türkei in dem Hotel auch schon mal geschlafen und sagte, ja, Titanic, da kann ich mich gut dran erinnern, das sieht aus wie ein Schiff. Es funktioniert. Jetzt kommen Sie mit Titanic auch nach Berlin. Da wird das Haus nicht ganz so aussehen wie ein Schiff. Nein, wir posten uns normalerweise immer an den Standort an. Mhm. Wir haben jetzt hier bereits seit 4 Jahren unser Komforthotel am Spittelmarkt. Sehr, sehr erfolgreich als ein 3-Sterne-Plus-Haus. Und haben jetzt am vergangenen Sonntag unser erstes 5-Sterne-Haus hier eröffnet in Berlin am Gendarmenmarkt in der Französischen Straße 30. Und sind sehr, sehr stolz auf unsere 208 Zimmer. Haben ein sehr, sehr schönes Steakhouse, das wir dort implementiert haben. Ein türkisches Hammam, so wie in Istanbul, also von dort hierhin getragen. Haben einen wunderschönen Ballsaal und die Lobby, die spricht auch für sich, wo wir selbstverständlich die Nachbarschaft am Gendarmenmarkt und auch natürlich den Berliner einladen wollen. Dieses Konzept von Luxus, ein bisschen Abenteuer, diese besondere Geschichte, die transportieren Sie dann weiter? Selbstverständlich. Also es zählt auf uns sehr, dass wir dem Gast, dem Kunden dort ein Erlebnis generieren können. Und das heißt, das fängt an vom Spa, das geht über bis zum Steakhouse und dann in die Bar. Und in dem Sinne möchten wir nicht nur ein Hotel sein, sondern sozusagen ein Erlebnis vom F&B zum Spa bis zum Hotel. Ja, und wenn dann Leute sagen, ich habe auf der Titanic übernachtet, das kann ja nun auch nicht jeder sagen inzwischen. Das ist ein Familienunternehmen, das Sie jetzt repräsentieren, auch hier in Berlin vertreten. Wie groß ist die Familie? Was ist die Philosophie über den Namen Titanic hinaus? Also wie schon auch der Name sagt, Titanic, wir stehen selbstverständlich für Qualität. Wir möchten mit jedem unserer Produkte, sei es 3 Sterne oder 5 Sterne, immer den gleichen Qualitätsstandard geben. Wir versuchen das auch durchzuziehen in all unseren Tätigkeiten, die wir tun. Die Familie, das stimmt, es ist die Familie meiner Onkels und mein Vater, die das seither aufgebaut hat. Und wir als zweite Generation versuchen jetzt so viel wie möglich zu lernen. Und selbstverständlich das noch zu optimieren, besser zu betreiben. Wir haben auf der ITB mit einigen Hoteliers gesprochen, allerdings eher mit Deutschen. Sie kommen jetzt aus der Türkei und bringen Ihre Philosophie, Ihr Verständnis von Hotel nach Deutschland. Welche Unterschiede sehen Sie, wenn Sie jetzt hier auf dem deutschen Markt sind, zum Heimatmarkt? Zum Heimatmarkt, selbstverständlich ist es so, dass im Endeffekt ist es Stadthotellerie. Ja, das gleiche tun wir auch in Istanbul, wie jetzt hier auch in Berlin. Was wir mitbringen als Gruppe und als Familie ist selbstverständlich der Faktor, dass wir in der Lage sind, ein türkisches Hammam authentisch wie in Istanbul zu implementieren und zu betreiben. Der Faktor, dass wir ein Bidet haben im Zimmer, mit integrieren. Das ist natürlich ein Entscheidungsfaktor für die Kunden, die aus dem Middle East kommen, aus der Türkei kommen, die sich dann sagen, okay, ich bevorzuge dann eher ein Haus, das mir so einen Standard bietet. Wir bieten auch zum Beispiel kein Schweinefleisch an. Das sind nochmal Faktoren, wo man sagt, okay, ich bevorzuge vielleicht so ein Haus. Ja, sprechen Sie Gäste hier in Deutschland, speziell auch in Berlin, mit türkischen Wurzeln besonders an? Oder sagen Sie, ja, das ist eine Gruppe, auf die wir achten, aber nicht generell? Man sollte die 300.000 Türken, die auch hier in Berlin leben, nicht unbeachtet lassen. Man kann definitiv auch dort diverse Faktoren aufgreifen, die auch für uns hilfreich sind, um unser Geschäft auszubauen.
aber wir sind definitiv nicht nur ein Türkenhotel. Also wir beantworten Kunden und Fragen der Kunden aller Welt und in dem Sinne sind wir ein internationales Haus. Alter Schalgen, recht schönen Dank. Eine Nacht auf der Titanic, auch heute ist das noch möglich und auch in Berlin. Viel Erfolg, danke. Vielen Dank.